Ja, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Runde Hogwarts Legacy mit mir, den Lataxis. Wir waren ja letztes Mal mit Sebastian in der Mine und haben da hier noch von dem Wandgemälde ein Stück Puzzleteil gefunden. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal jetzt im Journal nach, was hier noch so als nächstes offen ist. Wir haben ja natürlich noch den Kobold Dogak. Sprich mit Aim oder Amit. Dann haben wir noch hier die Professor Howins Aufgabe. Da müssen wir ja immer noch ein Dirikor. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Oh! Imperio als Belohnung. Was müssen wir denn da machen? Sebastian hat mir eine Eule geschickt und mir mitgeteilt, dass er eine Spur zu dem Relikt gefunden hat. Das N helfen könnte. Triff dich mit Sebastian bei der Katakombe. Ja, machen wir doch, würde ich sagen, lass heute mal. Oder erst mal. Er ist schon ulkig, ne? Der steht hier. Okay. Wir sollen uns mit Sebastian an der Katakombe treffen. Dann machen wir aber Schnellreise. Wenn wir das können. Auf die Weltkarte. So, wo müssen wir denn da hin? Hier unten. Gut, dann machen wir Schnellreise hier hin. Oh, was haben wir denn hier? Hippogreifbau. Fuba-Bau. Was haben wir da? Knuddelmuff. Haben wir hier auch noch irgendwelche Tierwesen? Nee, ne? Ich weiß, wir müssen hier hin. Dann, ich sage, machen wir hier Schnellreise hin. Ich würde sagen, wir holen uns aber da unten. Wie ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Jawohl. Sag ich auch immer. So, lass doch mal eben schnell auf die Karte gucken. Hier gibt es noch zwei Schnellreisepunkte. Ich würde sagen, die holen wir uns noch, ne? Oder ein, hier unten den. Den holen wir uns noch eben. Dann haben wir den. Magst du Schmerz? Revelio. So. Die Aufgaben machen wir aber später. Wie gesagt, ich will jetzt eigentlich nur eben schnell den. Oh, das nehmen wir aber mit hier. Ah, diese Besensteuerung. So. Und dann müssen wir da unten runter zu der Hütte, ne? Da ist der Schnellreisepunkt drin. Nur eben umschauen. Was ist das? Ah, das gehört bestimmt hier zu Merlins Prüfung. Oder so. Wie gesagt, machen wir später. Ich will nur jetzt eben schnell den Reisepunkt haben hier. Wieder mal auf Abenteuertour? So. Dann haben wir den auch. Und dann würde ich sagen. Apropos Tipps, ich habe von euch einen Tipp bekommen. Ich sollte mal mehr in die Karten gucken oder Beschreibungen für die einzelnen Gegner. Das unter Sammlung. Erscheinungsbilder. Ja, jetzt nur noch bis da. So. Diese gut getarnte Tierwesen, Revelio kann dir helfen, wenn du ihr Revier erkundest. Ja, ist klar. Wenn das Maul offen ist, kann Levisio auf die fleischige Zunge angewendet werden und es in die Luft
zu schleudern. Ja, das wusste ich ja. Aber mal, eigentlich müsste ich die mal auf den Rücken legen. Da hatte ich ja letztens mal eine Aufgabe. Okay. Aber da sollte ich vielleicht wirklich mal öfters reingucken. So. So einfach. Ist gar nicht so einfach, wenn man direkt darauf wartet, dass er die Zunge rausstreckt. Da haben wir natürlich vergessen, weiterzukämpfen. Na gut. Wir machen jetzt mit der Quest weiter. Oh, Spinnen? Okay. Oh, den Schnellreisepunkt nehmen wir natürlich mit. Das hat mich noch nie aufgehalten. Nee, wir haben ja keine Angst vorm Dunkeln. Du bist hier. Gut. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Glaube nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber ich musste dir erzählen, was ich erfahren habe. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Was haben wir hier? Erkunden wir die Katakomben? Nee. Stand noch was im Bericht des Schülers? Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Okay, erkunden wir die Katakomben. Erkunden wir die Katakombe. Vielleicht können wir danach einen besuchen. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein, ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Ach, der Ominous ist doch immer wütend. So, Schülerbericht. Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren, war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter den verfallenen großen Saal inmitten der umgestürzten Sarkophage habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort seine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen rein. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Revelio. Und mal eben Revelio. Ja, gut, da kümmern wir uns später drum. Wir gehen jetzt erstmal in die Katakombe. Oh.
Bastian ist auch da. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. War ja klar. Spinnen! Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Nein, was sind Spinnen denn? Spinnen sind keine Insekten? Okay. Ach hier. Die alle zu öffnen ist verlockend. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Dieser Raum ist höher, als er scheint. Heiltrank, da hinten gibt es noch Spinnen, ist klar. Hier ist noch eine Kiste. Die brauchen wir wahrscheinlich, um da oben hochzukommen. Confringo! Da unten geht es wahrscheinlich weiter. Wie gesagt, wir gehen jetzt erst hier oben gucken. Da ist nämlich noch eine Kiste, so wie das aussieht. Die war, glaube ich, vorher nicht verkauft. Im Inventar ist wahrscheinlich voll, ne? Oder so gut wie voll bei meinem Glück. Oh, erhöhter Boden. Reparo. Jetzt ist hier aber nichts mehr, ne? Ne, dann können wir weiter. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Revelio. Oh, wir haben neue Duellleistung abgeschlossen, habe ich gleich mitgekriegt. So. Confringo. Alter, da verbrennt ihr ordentlich hier. So. Noch mehr? Confringo. Oh. Revelio. So, jetzt lassen wir mal eben gucken. Geht jetzt natürlich hier unten weiter. Und hier hinten geht es auch weiter. Jetzt natürlich die Frage, ne? Wo gehen wir zuerst durch? Wir gehen zuerst durch hier durch die Tür. Ich wäre fast ausgerutscht. Okay. Sie alle? Ich glaube wohl, ne? Hey, da lebte nur eine. Revelio. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten, aber es gab Probleme, viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Oh, das macht ja nichts. Hm.
Die Frage ist jetzt, gehen wir jetzt hier weiter oder gehen wir zurück und gucken nochmal in dem anderen Gang nach? Ich möchte natürlich auch nichts übersehen hier, ne? Oder ist das eine Sackgasse? Das ist eine Sackgasse. Hat sich, glaube ich, damit dann erledigt. Gut. Dann können wir jetzt zurückgehen. Ja, da unten liegen Knochen. Wir kriegen das bestimmt. In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Genau, den hatte ich schon gesehen. Des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Ja, denke ich auch. Wir kriegen hier bestimmt gleich mit Skeletten. Revelio. Oder Untoten zu tun. So, wie kommen wir denn da rein? Das ist aber... Na, vielleicht müssen wir erst hier unten was herausfinden, lösen. Von da sind wir gekommen, ne? Revelio. Glaubt zwar nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Reparo. Nee. Hier beim Altar ist etwas. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen. Und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss von meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwendete ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperiusfluch zu erlernen. Der Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Ist es? Ups, wo sind sie jetzt geblieben? Die Knochen. Oh, hoffentlich habe ich mir das jetzt. Nee, da sitze. Wofür könnte ich die denn gebrauchen? Mal gucken. Ah, ich leg sie nochmal ab hier. Wir gucken uns das erstmal an hier. Vielleicht geht's ja dann weiter. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch etwas. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant.
Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Woher die Tagebuchseiten wohl stammen? Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Ich fange an. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser. Was ich denn hier? Confringo. Aber wieso bin ich denn jetzt unsichtbar? So. Revelio. Ist eine Platte, ne? Wenn dieser Torbogen verbarrikadiert wurde, finden wir einen Weg hindurch. Ja, ich glaube, ich weiß auch schon wie. Dann braucht man doch nochmal. Genau. Jawohl, genauso wie ich es mir gedacht habe. Da hatten wir, glaube ich, doch noch eine Tür, ne? Ich würde sagen, wir gehen aber erst in den Raum hier rein. Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Akio. Okay. Da gibt es auch nochmal Knochen. Müssen wir uns merken, falls wir doch nochmal welche brauchen sollten. So. Aber wie kommen wir da oben rein? Das interessiert mich ja auch noch. So, und dann haben wir hier nochmal einen Gang, ne? Confringo. Revelio. Achso, da unten. Confringo. Wir sind weit gekommen. Doch es gibt noch mehr zu tun. Ja, ich glaube, hier sollten wir noch nicht sein. Da guck mal, da brauchen wir auch wieder Knochen für. Die hier nicht rumliegen, ne? Ja gut, die werden aber... ja gut, ich gehe jetzt nochmal zurück. Dann gehen wir doch erstmal durch die andere Tür. Und wie gesagt, ich würde ja auch gerne wissen, wie wir da oben... in den einen Raum reinkommen, der da noch verschlossen ist. Und zwar da oben ist ja noch ein Raum. Revelio. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ja. Brauchen wir hier noch mehr Knochen? So, dann komm mal mit. Ah ja, okay. Da reicht sie immer noch nicht. Revelio. Da liegt doch auch noch was rum. So. Dann nehmen wir dich auch noch mit. Jetzt aber. Es hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Ha. Bossverkampf garantiert. So. Warte mal,
Mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Ach, was der Sebastian nicht alle schon kennt an Zauber, ne? Wo hat der die denn bloß alle gelernt? So, ach da, guck, woher kennst du denn Imperiusfluch? Wo hast du den Imperiusfluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Ominous nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. So, ich möchte den Imperiusfluch nicht lernen. Ich möchte den Imperiusfluch gerne lernen. Achso, was bringt denn dieser Fluch mit sich? Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Okay. Ja, klar lernen wir den, ne? Ich möchte Imperiusfluch gerne lernen. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Okay, so. Imperio gelernt. Hallo. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. So, dann rüsten wir den doch direkt mal aus. Gut. Revelio. So, da haben wir noch einen Geldsack liegen. Aber hier geht's immer weiter runter, ne? Müssen wir uns vielleicht doch nochmal oben umschauen? Boah, ich hasse sowas ja, ne? Wenn es zigtausend Wege gibt und man nicht weiß, wo man wirklich herlaufen soll. Contringo. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Okay. Das ist zu nett von dir. Selbstredend. Wir schauen uns erst hier um. Contringo. Die sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Ronan zu tun. Revelio. Contringo. Innen. Lebt immer noch. Contringo. Wusste nicht, dass Spinnen so eine Sauerei machen. Bisschen dramatisch, hm? Revelio.
Vielleicht müssen wir die Schlüssel in der Reihenfolge der Symbole auf den Tafeln ziehen. Was? Symbole? Tafeln? So viel Heiltränke, das ist nie ein gutes Zeichen. Da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Wie sah es hier aus? Ich glaube, hier ging es auch nicht weiter, ne? Hier ist noch ein Raum. Revelio. Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr. Dann haben wir hier alles, ne? Dann müssen wir jetzt, glaube ich, hier lang. Ja, ja, wir müssen auch nochmal zurück, das ist klar, aber wie gesagt, erstmal die ganzen anderen Gänge untersuchen. Ich habe auch schon lange nichts mehr Nützliches gefunden. Revelio. Ja gut, außer die Sachen, die wir noch identifizieren müssen, ne? So, kommen wir hier durch? Vielleicht müssen wir die Griffe in der Reihenfolge der Symbole auf den Tafeln ziehen. Musst du erstmal hinkommen. Weil von hier komme ich da, glaube ich, nicht dran, ne? Revelio. Nee, von hier komme ich nicht ran. Da. Dann auf was. Oh. Schauen wir mal eben. Ja, plus 5 Damage. Nehmen wir auf jeden Fall an. Gehen wir mal auch eben durch. Aber da war ja nichts mit besseren Werten, nee. Oh doch, hier. Nehmen wir den natürlich auch noch mal. So. Da lag noch was. Ja, da gehen wir nachher hin. Erstmal alle Räume jetzt wirklich hier. Hier waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Genau, das ist der Raum, von wo wir gekommen sind. Revelio. Hier war ich hier schon drin. Vielleicht müssen wir die Griffe in der Reihenfolge der Symbole auf den Tafeln ziehen. Knochen. Knochen brauchen wir. Lumos. Vermute mal, dass die da oben drin sind. Hier. Jawohl.
Das gleiche Spielchen werden wir hier wahrscheinlich auch haben. Lumos. Reparo. Ach, nicht Reparo. Lumos, so. Akio. Lumos. Komm, wir nehmen die erstmal mit hier. So. Dann legen wir die. Können wir die da oben schon ablegen? Ah, okay. Wir bauen hier eine Brücke. Hauptsache, wir kommen hier auch nachher wieder raus. Lumos. Wackelige Knochenbrücke steht. Hey. Lumos. Reparo. Lumos. Accio. Accio. Ich glaube, wir kommen in den einen Raum, wo ich die ganze Zeit schon rein wollte. Ja. Riesiger Tisch. Revelio. So, ich denke mal, damit machen wir gleich das Gittertor auf hier. Und zwar damit. Hab ich doch. Hab's dir doch gedacht. Revelio. Gut. Dann. Vielleicht müssen wir die Griffe in der Reihenfolge der Symbole auf den Tafeln ziehen. Ich weiß nicht, von welchen Symbolen der Sebastian hier spricht. Revelio. So. Unten waren wir, glaube ich, schon, ne? Ja, ja, hier unten waren wir. Die Symbole meint er hier wahrscheinlich, ne? Was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir... Sag jetzt mal ein Dreieck und da war, glaube ich, ein Kreis, ne? Ja. Reparo.
Der ist ja zurückgegangen, sind beide zurückgegangen, ne? Ach, das sind sogar vier. Ein Moment. Kreis und Dreieck, ne? Das heißt, ich versuche mal. Und. Das hat geklappt. Weiter so. Ah, okay. So. Da ist aber nichts drin. So, was haben wir denn noch hier? Dann haben wir Kreis und dieses komische Zeichen. Kreis war da. Nein, verkehrt. Das war verkehrt. Das hätten wir gemusst. Wir brauchen das und das. Willst du nicht? Wieso geht das denn jetzt nicht? Muss das doch eigentlich hier auf die Plattform legen, oder nicht? Ah, jetzt geht's. So, und hier brauchen wir das Dreieck und den da hinten, also. Ja, war ja so klar. Ausrüstung voll. Irgendwas Grünes. Zerstören mit C war das. Oh, Adelsmantel. Aber der ist grün, der hat mit Sicherheit... Aber der hat bessere Werte, sagt er, ne? Oh, plus 7 Offensivwert. Komm, ziehen wir erstmal an. Besser als nix. Hier denn noch eine Tür? Ach, da ist noch eine Tür. Da brauchen wir wieder dieses komische... Ja, 8, sag ich mal, und die Kreise. Die Kreise sind... Da ist die 8, da sind die Kreise. Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Ja, ich glaube, da machen wir aus dieser Folge, die ist jetzt schon fast 45 Minuten. Ich glaube, mal schauen, wie lange die noch geht. Ansonsten werde ich da auch wohl wieder eine Doppelfolge rausmachen. Also zwei Teile. Aber vielleicht ist es ja auch jetzt gleich sofort zu Ende. Man weiß es. Ja. Nicht. Irgendwas ist hier doch gerade passiert. War ja so klar, war ja so klar. Thank you.
Revelio. Was ist das? Ein Grafikfehler oder? Da liegt noch genug rum. Hier war da auch noch was, ne? Achso, da ist die Tür, da sind wir ja vorhin durch reingekommen. Na, ja, ich glaube, hier geht's gleich raus. Revelio. Dann schauen wir uns hier nochmal ganz genau um. Alles umsonst. Warte mal, gib noch nicht auf. Ach, ja, immer diese Pessimisten hier. Ach, hier. Revelio. So. Ich glaube, wir haben alles, ne? Da gibt es noch was zu lesen. Die Nachricht des Relikts, verlorenes Relikt, Illustration. Lesen wir das erst. Oh, okay. Da gibt es nichts zu lesen. Okay. Die Nachricht des Relikts. Das Relikt bringt Unangenehmes, birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Sebastian, das Relikt, sieh nur! Ist ja, das aber das wollen wir ja nicht entfernen. Ich habe das dumme Gefühl, wenn wir da jetzt auf F drücken, Sebastian ansprechen, der wird das auf jeden Fall nehmen, um seine Schwester helfen zu können. Ich ahne Schlimmes. Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet das mit dem dunklen Opfer, das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Wir sollten die Finger vom Relikt lassen. Wir brauchen das Relikt. Ist das jetzt böse, wenn ich sage, wir sollten die Finger von dem Relikt lassen? Eigentlich nicht, ne? Ja, nur so eine Vorahnung, die ich habe. Das hat ja jetzt nichts mit Gut und Böse zu tun hier. Im Eintrag wird geraten, das Relikt nicht anzurühren. Ich versichere dir, dass wir das finden sollten. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich hab es gewusst. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem war doch vor klar. Onkel. War doch klar, dass der das mitnimmt. Und wer steht da hinten jetzt? Das ist noch nicht vorbei hier. Ist das? Oh, das ist ominous. Wie kommt der denn da hier? Oh, jetzt können wir uns schon wieder eine Standpauke anhören. Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Ah. Im Schatten der Zeit. Ominous sagt, dass er uns nicht mit dem Relikt von denen dannen ziehen lassen könne. Ich muss ihn irgendwie überzeugen.
Wie viel hast du mit angehört? Alles. Gut, dass du Sebastian gesagt hast, er solle die Finger vom Relikt lassen. Wir müssen zusammenhalten und Sebastian davon überzeugen, dass das falsch ist. Und wenn nicht, seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Ah. Also gut, reden wir mit Sebastian. Nee, ich will ja eigentlich böse spielen. Dann muss ich die andere Antwort nehmen. Hier, ich kann dir nicht helfen. Sebastian hat recht. Sebastian hat recht. Wir brauchen das Relikt. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Würdest du dafür eure Freundschaft aufs Spiel setzen? Möglicherweise. Wie soll ich daneben stehen und ihm dabei zusehen? Und wenn die Entscheidung nicht bei dir liegt, dann wärst du für den Ausgang nicht verantwortlich. Was in aller Welt schlägst du vor? Imperio? Vergiss es. Ja, genau das schlage ich vor. Ganz genau. Ich würde die Verantwortung übernehmen. Das könnte eure Freundschaft retten. Ich beherrsche den Zauber. Sebastian hat ihn mir beigebracht. Aber ich tue es nur, wenn du einverstanden bist. Das ist verrückt. Unfassbar, dass du mich so etwas fragst. Sebastian wird weiter versuchen, Anne zu heilen. Wenn du ihn jetzt aufhalten willst, vergibt er dir das nie. Na gut. Das ist alles unglaublich. Aber ich nehme an, wenn du diese Verantwortung übernehmen willst, rettet es vielleicht meine Freundschaft zu Sebastian. Das ist ja, was ich dir über die dunklen Künste erzählt habe. Sie haben ihren Preis. Du könntest deine Entscheidung noch bereuen. Tu, was du nicht lassen kannst. Wirke den Zauber, bevor ich es mir anders überlege. Imperium! Geh zur Seite, Ominous. Rühr dich nicht, bis wir außer Sichtweite sind. Mach ich. Sebastian, hierher! Was hast du gemacht? Imperio. Ansonsten hätte ich mich durchkämpfen müssen. Ominous, es tut mir leid. Sebastian, wir müssen gehen. Okay. So kann man es auch machen. Na, können wir jetzt echt bis zum Ausgang zurücklaufen? Ich glaube das noch nicht. Ich glaube, hier müssen wir lang. Haben wir falsch gehandelt? Du brauchst das Relikt. Ich weiß, aber doch nicht so. Ominous und ich sind uns einig. Es ist etwas völlig anderes, ob man Imperio ohne Wissen seines Opfers wirkt oder ob man die Erlaubnis dazu hat. Ich verstehe, was du sagst, wirklich, aber... Ich habe die volle Verantwortung übernommen. Ich gebe dir mein Wort. So, hier ist so eigentlich der Ausgang, ne? Müsste eigentlich gleich sein. Ich hoffe, er weiß, dass sich das nie ändert. Kommst du? Irgendwie laufe ich hier verkehrt. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Ich glaube, wir müssen halt, oder war hier der Ausgang? Naja. Sebastian folgt uns auf jeden Fall wieder. Dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Aber wir sind noch nicht draußen. Ja, okay, wir sind draußen. Wie lang hält der Zauber an? Wie lang muss Ominous in der Gruft bleiben? Der Fluch ist bereits aufgehoben. Er wird den Weg aus der Katakombe finden. Genau wie wir. Er schafft das schon, Sebastian.
Naja, er hat ja auch alleine reingefunden, ne? Dann wird er ja wohl alleine rauskommen. So, kehre nach Felkhof zurück. Liebe Freunde, das machen wir aber in der nächsten Folge und dann werden wir sehen, wie das Ganze hier weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye.